Keine Klinge mit ultra hoher. Nee, Dings da hier. Was war denn das jetzt? Ah. Okay, die wird wohl in der Modifikationsstation gebaut. Dann bauen wir eine Modifikationsstation. Die wir eigentlich können, ne? Ja, können wir. Computerchip, Titan, Diamanten, Blei. Blei, Computerchip. Nee, Computerchip. Gold, Tischkoralle, Kupferdraht, alles klar. Und Gold. Da. Diamant und Blei. Diamant und Blei habe ich doch. Mal sagen, was dein Problem ist. Modifikationsstation. Titan fehlt, alles klar. Wird das angezeigt oder hatte ich das wieder übersehen? Der brauchte zwar nur einen, aber egal. Deshalb kann man hier alles absolut verlustfrei demontieren. Hier könnte ich modifizierte Taucherflasche. Taucherflasche mit Ultra... Also gut, okay. Titan. Kupfer. Gold. Blei und Diamant. Nee, der Diamant kann woanders rein. Der kommt nämlich hier rein. Und dann haben wir da hinten noch Bio. Oh Gott, ich hasse Aufräumen. Schon gesagt, danke. Oh, was kann das jetzt besser? Kann das mir den Fisch direkt grillen, wenn ich ihn schnappe? Komm schon, das muss doch gehen. Nee, ich sollte nicht einstecken. Ich sollte, wenn schon, einen drüber braten. Wo ist er? Gekochter Blasenfisch, Tatsache. Okay, das ist nice. Mann, so ein Messer brauche ich auch. Den rohen Braten direkt in Scheiben schneiden und fertig ist. Und die geben sogar Wasser zurück. Cool, cool. Na, jetzt ist das Leben deutlich leichter. Mampf, Mampf. Ja, das geht gut. Da. Den Probeaufbau nebenan, der ist schon fast abgeschlossen. Dann stecken wir von dem nämlich einfach alles ein. Zweimal Kupfer, zweimal Titan, zweimal Quarz. Zweimal Kupfer. Zweimal Quarz. Welcome aboard. Constructor. Kann ich auch einfach hier klatschen. So.
Biogerät, Akku auf dem Dach, obwohl das Biogerät müsste ja dann auch unter Wasser gehen. Dann lass mal Verstärkungen einbauen, gute Idee. Dann kann ich damit vielleicht richtig tief runter. Lithium und 3 Titan. Einmal Lithium, 3 Titan. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je nach Tiefe muss ich da einiges an Verstärkungen einbauen. Vielleicht sogar noch eine weitere. Lithium und Titan. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Will nicht wieder hin und her gurken. Weiß nicht, wie tief das da jetzt ist, wie tief das Ding das hier aushält. Aber das sind die maximalen Verstärkungen. Jawohl. Gut. Das kostet mich eine Röhre, Titan, und das Ding kostet mich auch Titan. 6 Titan. Ja, nehme ich reichlich Titan mit. So. Jetzt muss ich den ganzen Quark wieder abbauen, aber ist ja egal. Ach, ich habe gar nichts Unzähliges mehr in der Tasche. Na, dann geht's ja. Ja, dann rüber damit. Wo habe ich sie geparkt? Da. Drin damit. Bin ich ja jetzt echt mal gespannt. Geht's auf? Geht's nicht auf? Wir werden sehen. Dekonstruktor. So, auf maximale Tiefe. Taschen voll, wa? Yep. Nee, nee, Equip ist Equip, mein Freund. Ich glaube, da kriegst du doch nicht mal alles mit. Wo kommt der denn jetzt her? Achso. Voll, voll, voll. Da passt nichts rein in die Möhre. Vielleicht brauche ich echt noch ein weiteres Frachtabteil. So, dann noch der Fabricator.
Die Solarpanels. Wo ich der Meinung bin, dass ich die vielleicht nicht brauche. Dank Biokraftwerk. Vor allem funktionieren die in der Tiefe sowieso nicht. Aber für den ersten Start könnte ich die durchaus brauchen. Und nun wird's richtig eng. Bums, aus die Karre. Das war's. Könnt noch die Graffalle wegschmeißen. Findet die eigentlich so? Ah, tut sie. Interessant. Und den Blasenfisch. Donnern wir uns direkt rein. Aber es sind nur 4 Slots und das Ding hat 6 Teile, ne? Ja. This whiz. Ich kann eine Batterie noch wegtun, das ist eine gute Idee. Ganz leer. Ach so, die Energiezelle ist auch leer. Hm. Kann ich ja wieder 2 Slots sparen. Okay. Auf und davon und so. So. Ein Slot, das ist Wes. So ein Lagerabteil wäre echt nicht schlecht, aber ich glaube, das ist echt teuer. Das Schlafabteil. Schlafabteil. Man dann da spawnt. Fracht, Plastalkabel und Blei. Plastal, Kabelsatz und Blei. Ich habe eine Idee. Genau. Plastal, Kabelsatz und Blei. Einmal Silber. Dann Plastalbarren. 2 Lithium, 1 Titanbarren. Zwei Lithium. Wo war er? Ach, der Teil. Oh, perfekt. 3 Blei brauchen wir dafür. Alles klar. Hängen wir noch ein Frachtabteil dran, ganz ehrlich. So wenig, was da reingeht. Ich hoffe, ich darf 2 hängen. Und ich mache dann zusätzlich auch diesmal das Schlafabteil dran. Schauen, ob das was bringt.
haben wir. Vielleicht zählt es ja wirklich als Homespawn. Da. Bett und zweimal Lager. Okay, das geht sogar. Kann ich nur die Graffalle einpacken? Das ist jetzt mal auch eine interessante Frage. Geht. Was ist jetzt? 69, jojo. War ein ganz schönes Schlachtfest, aber... Geht im Fall der Fälle. Hat natürlich Wasser. Beziehungsweise die Zubereitung von ständig Wasser. Wenn ich das Fabrikationsabteil mal hätte, wäre das auch nicht schlecht. Der zurück 78 und okay, so kann man es machen. Ich verstehe. Upp. Welcome aboard, Captain. Halt den Sabbel. Wird jetzt hier extra ein Spind mit dem ganzen Zeug, genau. Aber wenn es nämlich als das zählt, dann ist das cool. Hätten wir ein bisschen wie bei einem Cyclop machen können. Man kann selber Spinte setzen. Egal. Das muss noch mit. Chain, Chain. Bio, Bio, Bio. Biomasse müsste ich eigentlich überall bekommen. Batterie. Ja. Fabrikationsabteil habe ich noch nicht gelernt. Trotzdem mal kurz nach. Abteile, Seebandfabrikationsabteil. Hm. Kann man das Ding mal einstecken? Danke. Hopp, hinein. Ganz cool. So. Das sieht alles nett aus. Der braucht ganz schön viel Platz. So viel, dass du den da gar nicht ein... Okay. Muss den auf Tasche behalten. Das ist ja auch shit, oder? 3x3. Hat denn keiner diese große Lagerfläche? Ne. Doch, der.
Sehr gut. Titan brauche ich sowieso als erstes beim Bauen. Puh, okay. Ab die Post und so, ne? Die großen Energiezellen auf Tasche. Ich sehe gerade 68%, das heißt, eine Zelle ist sowieso wieder leer. Könnten wir die eigentlich jetzt schon nachstocken? 67, 68. Ah, okay. Große Reise, große Reise. Fürs Beklauen. Block. Komm. Willst du den friedlichen, wie hießen sie denn jetzt? Ach, fahren wir weiter. Leuchtwale oder sowas waren das. Verbraucht gut Energie jetzt. Ich will auch fix hin. Na, bevor ich wieder gefressen werde, mal ein bisschen Stoff geben. Das ist ein Krach. Ah, sind gut durchgekommen jetzt. Bin sehr überrascht. Nur schnell ist was anderes. Wir sind sehr langsam, glaube ich. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Im Reppen. Na komm. Im Rest geht. Ach, man macht die ganze Karre immer auf einen Schlag. Auch okay. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Halt doch mal die Füße still, Madame. Das hier gibt hier einiges zum Scannen. Okay, ich kann jetzt Seebahn und Aquarium. Die Mucke passt auch wieder so genial.
steckst denn hier? Gold, ne? Yep. Nicht unerheblichen Mengen sogar. Okay, jetzt war wieder Titan. Das kann ich mit dem Bioreaktor verfeuern. Kristalle. Angekommen sind, machen wir mal schön einen Speicherpunkt. Gucken wir mal durch. Guck, was da hinten so noch kommt. Den kleinen da, den müssen wir scannen. Wo ist er denn? Seestern-Ding da. Propellerfisch. Essbar? Oh. Hier wäre ein ganz guter Punkt, oder? Oder auch nicht. Das hast du dir gedacht, wa? Hier ist doch auch schön. Ist hier rückwärts reinbuxieren? Jetzt wisst ihr, wo was angezeigt wird. Okay, hier geht's gerade nicht raus. Hep. Alles klar. Ja, super. Die Aufsätze ist alles gut. Okay, ja, so gut nur wieder nicht, aber. Alles klar. Base Town. Tiefer, ganz ehrlich. Tiefer, tiefer, tiefer. Hier. Warning, emergency power only. Yep. Oxygen production offline. Yep, 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 yep. Wenn ich die Sachen jetzt mal schneller finde. Da. Ist das nämlich gleich schon fertig.
Die hat aber noch nicht wegen der Tiefe rumgemeckert, okay. Bin da. Brauche ich die Verstärkungen vielleicht gar nicht? Hätte ich nichts gegen. Da war's. Das muss mit auf den ersten Treibstoff. Sollte ich echt schon alles richtig eingesteckt haben. Perfekt. Und ich habe Sauerstoff. Power restored. All primary systems online. Ah, optimal. Ist jetzt nicht unbedingt viel, aber ja, damit komme ich klar. Ich eigentlich sogar noch tiefer gehen. Ich denke, das werde ich auch tun. Oh Mann. Für den Krebsanzug eine richtig krasse, fette Goldquelle. Ah, die wird mir nicht angezeigt, ne? Das ist aber schade. Welcome aboard, Captain. Kann ich denn jetzt daraus eigentlich machen? Nee, wollen wir das nicht. Erstmal die restlichen Sachen weg. Dann baue ich das Ding ab und gehe noch ein tiefer. Kann ja schon mit der Innenausschlachtung beginnen. Das sollte eigentlich gehen. Bringt ja gar nichts. Nahrung plus 8, aber minus Wasser.
Oh, jetzt aber. Zack, zack. Speichern. Immer wichtig. Fabrikator, Fucigator. Ja, habe ich mir aber selbst eingeschossen, ne? Ah, da. Nee, das bringt ja nichts, dann komme ich eh nicht mehr raus. Ich kann die ja nicht um mich herum abbauen, schade. Habe ich noch einen Biostoff? Nein, habe ich nicht, weil ich die Fische weggekloppt habe. Auf den Absatz würde ich jetzt gerne gehen. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Yep. Energie. Power restored. All primary systems online. Aber du brauchst echt, um sowas wiederzufinden. Musst du da auch Dings dahin machen. Bojen. Ich glaube, die ganze Aktion war sonst. Tolle Tierbetier nicht mehr. Ne. So, hier Pollen sammeln. Ob ich die wirklich in so großen Mengen brauche? Vor allem finde ich das dämliche Ding jetzt nicht mehr wieder. Ach, das ist dort Rite. Egal, ich will eh runter, ich will die nochmal abreißen. Ach komm schon. Das fängt doch die ganze Anlage an einem Stück an und ab. Weg das nach. Ja, ja, jetzt habe ich das ganze Prisselszeugs in den Taschen. Aha.
Welches Abteil habe ich denn jetzt eigentlich gelernt? Seebahn Aquariumsabteil, alles klar. Schau ich mal, dass ich das Ding jetzt wiederfinde, um das abzureißen. Sieht aber gerade echt schlecht aus. Ach doch. Ja, danke. Nee, nee, so hatte ich jetzt nicht vor. So. Noch schreit sie nicht. Gut. Lohnt sich hier also nicht. Oh, ein paar Slots habe ich noch. Da bin ich eh schon wieder randvoll. Das ist eine Zwischenstation, ist eh Pflicht. Ich denke, man könnte mal weiter geradeaus juckeln. Ja. Stabilizing. Ups. Shit. Da. Okay. Das, was wir im Wasser mit haben.